gestern in L.A. gelandet und haben da dann unser Auto abgeholt. Das zeigen wir euch gleich. Mhm. Und vorhin haben wir einen Großeinkauf gemacht und sind jetzt hier mit Joshua Tree. Wir hatten eigentlich die USA gar nicht so auf dem Schirm, haben aber dann gesagt, so ein kleiner Roadtrip durch die USA wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann haben sich da so ein paar Sachen ergeben. Ja, und jetzt sind wir hier, Joshua Tree National Park, und werden die Zeit sicherlich richtig genießen. Genau, Plan ist 4 Wochen lang Roadtrip West Coast. Und wir sind wieder back im Vanlife-Game und zeigen euch mal unseren Van. Hier seht ihr Milo, unser Gefährt für die nächsten 4 Wochen. Und da die USA ein bisschen teurer sind, haben wir entschieden, dass wir so einen Mix machen zwischen da drin schlafen und Airbnbs. In den Nationalparks ist es immer möglich, natürlich da, wo ein Campground ist, zu campen und auch immer einen Platz zu reservieren. Aber am Wochenenden und im Sommer ist es natürlich immer sehr, sehr voll. Deswegen, wenn man im Park stehen möchte, immer vorher reservieren. Das geht sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach über die Seite der Nationalparkverwaltung. Ich blende mal unten ein, was das genau für eine Seite ist. Und ja, wir freuen uns jetzt einfach auf ein neues Abenteuer. Und jetzt gibt es erstmal das besprochene Willkommensbier. Also, unser Microcamper, muss ich sagen, ist schon ein bisschen eng, aber eigentlich ganz gemütlich. Wir haben uns hier, wir haben eine Yogamatte, nochmal eine Matte, und man muss sagen, in allen Läden, in denen wir waren, war fast als Camping-Equipment ausverkauft. Deswegen, wir haben genommen, was noch übrig war. 2 Kissen, so ein Schlafsack-Deckending und dann, oh, du! Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Wir reden morgen nochmal. Ja, genau. Leute, Joshua Tree, erster Tag. Es gefällt schon richtig gut. Das ist der Joshua Tree. Das ist eine Yucca-Pflanze. Also ist wahrscheinlich eigentlich kein Baum, aber ich werde es nochmal recherchieren. Fühlt sich wie in so einem Western hier. So cool. Sonne geht unter, aber es wird auch ziemlich frisch. Wir liegen im Auto, haben den Sonnenuntergang im Blick. Die Joshua Trees, der Sonnenuntergang ist wirklich sehr, sehr schön hier im Joshua Tree National Park. Wir gucken jetzt mal, wie die Nacht hier so ist im Auto, und sagen gute Nacht und bis morgen früh. Wunderschönen guten Morgen. So, die erste Nacht in unserem kleinen Microcamper ist rum. Haben eigentlich ganz gut geschlafen. Irgendwann haben mal ein paar Kojoten hier direkt vor unserem Auto rumgeheult. Haben uns wach gehalten, und es war sehr, sehr kalt. Aber wenn man so aufwacht, die Sonne scheint, die Joshua Trees lachen, der Himmel ist blau, dann kann man auch mal so eine Nacht überstehen. Und wie hast du geschlafen? Auch ganz gut. Braucht noch eine zweite Decke. Aber es ging dann auf jeden Fall. Auto schlafen, top. Vor allem hier. Wir sind bereit zum Losfahren. Wir fahren jetzt als erstes nochmal kurz zum Walmart und holen unsere zweite Decke. Vielleicht gibt es dieses Mal Butan, weil wir haben so einen Gaskocher. Aber nirgendwo hier gibt es aktuell Butan, damit er geht. Ja, und danach geht's in den Joshua Tree rein.
Wir sind wieder da, wo wir sehr gerne sind, beim Walmart. Kaufen wir mal noch eine frische Decke. Nicht, weil die andere nicht gut ist, sondern es ist echt kalt nachts. Und wenn die Tina sich mal wieder da im Bett irgendwie in ihre eigene Decke einrollt, habe ich relativ wenig. Ja, es ist einfach echt kalt, deswegen ist es besser, wenn wir noch mal eine haben. Decke haben wir bekommen, Rutan leider nicht. Wir haben schon gehört, es ist hier sehr, sehr schwierig ranzukommen. Also wir hoffen, dass wir heute Nachmittag, wenn wir wieder aus dem Nationalpark draußen sind und weiterfahren, dass wir da irgendwo Rutan finden. Da wir aber somit auch keinen Kaffee kochen konnten, haben wir uns jetzt bei Joshua Tree Coffee noch einen Kaffee geholt und fahren jetzt zum Eingang vom Nationalpark. Wir müssen jetzt erstmal was frühstücken. Es gab nämlich heute Morgen nichts. Und in so einer Umgebung machen wir das natürlich sehr gerne. Wie wir gesagt haben, wir uns einen Kaffee geholt. Brot, Avocado, alles da. Einen guten. Das Wichtigste. Das? Am King's View angekommen und gehen jetzt mal da hoch und gucken, was für eine königliche Aussicht wir dort haben. Jetzt noch ein paar Fakten zum Joshua Tree National Park. Gegründet wurde er 1936, hat ungefähr 80.000 Square Feet an Fläche, also ist wirklich riesig. Und hier treffen zwei Wüsten aufeinander. Das eine ist die Mojave-Wüste und das andere ist die Colorado-Wüste. Und genau in den Ort fahren wir nachher auch nochmal. Der Joshua Tree National Park hat seinen Namen nach dem Joshua Tree erhalten. Und hier im Park gibt es einfach die größte Population an Joshua Trees weltweit. Und die sehen ziemlich cool aus. Insgesamt muss man sagen, der Nationalpark ist auch so wunderschön. Also die Wüste, sowas kennen wir auch irgendwie noch gar nicht. Das ist mega beeindruckend und macht wirklich Spaß, hier durchzufahren und zu laufen. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter zum King's View. Hinten ist es Coachella Valley, da ist auch immer dieses berühmt-berüchtigte Festival, wo man aus Instagram kennt. Und da hinten ist Palm Springs. So, heute mal im Fahrersitz. Wir sind jetzt am Cap Rock, das ist, ich denke mal, der hinter mir. Und generell ist im Joshua Tree ziemlich gut gemacht. Es gibt überall Ausschilderungen, Wege, Parkplätze etc., wo du einfach anhalten kannst, wo du einfach nur kurz gucken kannst, weiterfahren oder Trails, wo du dann einfach eine Runde laufen kannst. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr gut organisiert alles. Macht Spaß. Und jetzt gucken wir uns mal hier so ein paar Bowlers an. Tree National Park sieht man auch wieder, wie krass anpassungsfähig die Natur ist, weil wir sind ja hier mitten in der Wüste auf über 1000 Meter. Das heißt, die Sonne knallt hier ständig runter, es gibt fast kein Wasser und trotzdem können die ganzen Joshua Trees hier überleben. Richtig cool. Ihr habt euch sicherlich alle gefragt, wie kommen eigentlich diese fetten Felsen hierher? Die Antwort ist ganz einfach, vulkanische Aktivität. Übrigens, die Steine, die haben super guten Grip, also man kann hier überall ziemlich gut klettern. Und wir haben vorhin auch schon welche am Bouldern gesehen, also er ist glaube ich ziemlich gut.
Spaß, hier auf den Felsen rumzuklettern. Das ist so ein Grip, den man hier hat. Das ist echt der Wahnsinn. Da kommt das Kind in einem durch. Wir haben jetzt noch mal kurz angehalten. Hinter mir seht ihr jetzt die Colorado Desert. Gleich ganz anders aus als die Mojave Desert. Keine Joshua Trees mehr, mehr so Buschland, aber trotzdem sehr, sehr schön. Und ja, jetzt fährt natürlich gerade ein Auto vorbei, aber gerade eben war es einfach sowas von ruhig. Einfach sehr, sehr cool hier. Wir haben uns gleich die letzten drei gesichert. Wir sind gerade irgendwie mitten in der Wüste, irgendwie 70, 80 Kilometer vom Joshua Tree mittlerweile entfernt und genauso weit von der nächsten Stadt entfernt. Verschlafenes, komisches Nestchen, aber es war unsere Rettung. Sehr gut. Das heißt, wir können heute Abend was Warmes kochen und morgen früh Kaffee. Wir sind mittlerweile in Arizona angekommen. Also wir sind noch nicht angekommen, wir fahren noch, aber wir sind in Arizona. Und habt ihr gerade diesen Zug gesehen, der hier nebendran fährt? Das gibt es hier überall. Das ist der Wahnsinn. Hier sind einfach mal vier Lokomotiven am Anfang entspannt. Und dann ist einfach kilometerweit ein Zug, der die ganzen Container transportiert von A nach B. Hier sogar doppelt gestapelt. Man sieht oft nicht mal das Ende von diesen Dingern. Das ist so krass. Und manchmal so zwischendrin sind nochmal Lokomotiven, damit das Ding überhaupt fährt. Und das ist hier rechts und links überall. Angekommen an unserer Campsite. Das ist vielleicht, ja, ist schon spektakulär, aber da hinten, man merkt einfach, dass wir jetzt in Arizona sind. Das ist schon ziemlich cool und hier gibt es unterschiedliche Arten, wo man überall kostenlos bzw. Wo man überhaupt stehen kann. Und wir sind jetzt auf einem sogenannten BLM, Land, Bureau of Land Management, glaube ich. Da darf man kostenlos stehen. Müll natürlich so wie überall, bitte nicht machen. Ja. Ich finde es eigentlich ganz schön hier. Da oben ist zwar ein Highway, aber der ist nicht so laut. Ich freue mich. Wir sind in Arizona. Da geht nachher die Sonne unter. Also, das könnte schlechter sein. Unsere Outdoor-Küche. Genau. Es gibt grünen Spargel. Anderes Gemüse, angebraten. Den wir Bhutan gekriegt haben, geht es jetzt los mit dem großen Kochen. Und übrigens, das hier ist unser Schlafzimmer, / Wohnzimmer, / Küche. Also alles in einem. Man muss auf jeden Fall beim Mikrocampen ein klein wenig flexibel sein. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut heute Nacht in Milo geschlafen. Es war deutlich wärmer als die Nacht davor und kuscheliger wegen den zwei Decken. Und jetzt gibt es erstmal Kaffee. Müssen Sie ausnutzen, dass wir Bhutan haben, endlich. Und wir haben so eine richtig coole French Press von Stanley. Das ist diese mit diesen grünen, fetten Thermoskannen. Also die Marke. Da hat man dieses Teil und das hier, das drückt man rein und ich glaube, das wird ziemlich cool. Cheers! Gucken wir mal, was unsere neue French Press so kann. Sieht aus wie Kaffee, es riecht wie Kaffee.
Schmeckt auch wie Kaffee. Wir sind abfahrbereit und fahren jetzt Richtung Grand Canyon, aber da geht es dann erst morgen hin. Wir fahren ein kleines Dörfchen davor, aber heute ist der Weg das Ziel, und zwar die Route 66. Genau, man kann hier auf dieser großen Interstate 40 fahren oder einen kleinen Umweg über die Route 66. Und wenn wir schon mal die Möglichkeit haben und hier sind, machen wir das natürlich und freuen uns jetzt sehr drauf. Gespannt, wie der Mythos in Wirklichkeit ist. Ja. Also, ob das geht. So Leute, wir sind jetzt kurz nach Kingman auf die Route 66, auf die Historical Route 66 gefahren. Wir fahren jetzt hier durch die Weiten Arizonas. Ist wirklich sehr, sehr cool. Sieht echt mega cool aus. Und ja, genießen jetzt einfach die Fahrt und bin gespannt, was hier auf der Route 66 so alles noch kommt. Mega krass. Das haben wir schon vorher im Fernsehen gesehen, auf anderen YouTube-Kanälen, dass es hier überall diese krassen diese Truckstops bzw. Tankstellen gibt. Und das sieht einfach mega cool aus. Genau so stellt man sich doch irgendwie die Route 66 vor. Jetzt kommen auch noch solche Autos hier angefahren. Wie im Film. Wir sind jetzt in Williams, übernachten wir heute Nacht auch und sind gerade durchgefahren. Und es sieht einfach aus wie im Disneyland in einem Themenpark, also so Western-themenmäßig. Es ist aber einfach so hier. Also es fühlt sich an wie in der Filmkulisse, aber anscheinend ist das Klischee hier tatsächlich bedient. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus und laufen nachher mal durch. Aber da wir jetzt schon relativ früh am Tag haben, haben wir uns gerade entschieden, dass wir noch ein Stück Richtung Grand Canyon National Park fahren und uns da mal ein bisschen umgucken. Und die Natur hat sich hier schon wieder total verändert. Jetzt sieht es schon eher aus wie ein bisschen so Kanada-mäßig. Also richtig krass, wie schnell es hier geht. Ich bin kurz eingeschlafen, aufgewacht und da war man in Kanada. Hast wohl ein bisschen länger geschlafen. Und ich habe die Abzweigung verpasst. Nee, es ist echt Wahnsinn. Alle 10 Minuten fährst du über einen Hügel drüber, sieht es wieder komplett anders aus. Hier jetzt dichter Nadelwald. Vor 10 Minuten war es noch karge Landschaft. Also ist echt Wahnsinn. Jetzt gucken wir, was der Grand Canyon so parat hält. Also ich denke, es ist ja einer der spektakulärsten Ausblicke. Also wir haben auch Amerikaner auf unserer Reise jetzt getroffen. Die haben gesagt, ihr müsst unbedingt zum Grand Canyon, weil es so beeindruckend ist. Und ja, mach mal. Und wir machen eine neue Kategorie, und zwar Kategorie Tina testet Süßigkeiten. Ich opfer mich für euch und teste mich durch die Süßigkeitenabteilung der USA. Erster Twizzlers.
Geschmacksrichtung Kaffee. Bewertung 1 bis 10. Ich würde mal sagen 6. Wir sind im National Park und in ein paar Minuten sehen wir einfach einen Grand Canyon. Das ist echt der Wahnsinn. Also, vor ein paar Tagen kommen wir an, haben schon den ersten richtig guten Nationalpark hinter uns und jetzt sind wir einfach mal im Grand Canyon. Ja. Das fühlt sich irgendwie ganz, ganz komisch an. Voll. Aber sehr gut. Ja. Paisa! Oh! Okay, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Wow, das ist einfach so unfassbar schön hier. Grand Canyon ist wirklich ein Punkt der Erde, der nicht annähernd abzubilden ist auf Videos oder Bildern. Aber hier steht diese Weiten und diese Größe, das kann man einfach nicht auf Fotos zeigen. Es ist ja ein bisschen sprachlos und einfach nur super dankbar hier zu sein. Es gefällt uns sehr, sehr gut und schauen jetzt gleich noch weiter. Und wir sind übrigens im South Rim in den Nationalpark reingegangen, also den südlichen Teil. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen rum. Wir sind jetzt in Williams und haben in unser erstes Motel eingecheckt. Ist irgendwie ein bisschen witzig, aber alles gut, sehr sauber. Also die Motels sind ein bisschen dunkel, aber ich glaube nach 2 Nächten in Milo freuen wir uns auf ein kuscheliges Bett. Und vor allem freuen wir uns auf die Dusche. Ja. Genau, aufs Bett kann ich auch verzichten, aber die Dusche, die ist schon sehr wichtig jetzt. Ja, und Strom, um die ganzen Akkus aufzuladen, damit wir euch morgen wieder mitnehmen können. Frisch geduscht erkunden wir jetzt mal diese kleine Stadt hier, Williams. Sieht wirklich, vorhin schon beim Durchfahren hat er es ja gesehen, richtig cool aus. Und ja, hier, schon. So sieht es dann aus. Sieht man das? Goodbye. Ja. Ja, wir erkunden die jetzt mal ein bisschen und wir haben auch Hunger. Ihr wisst ja, heute ist Sonntag, das bedeutet bei uns Pizzasonntag und hier in Williams mit einer Population von 3329 Leuten gibt es nicht so viel Auswahl an Pizza. Es gibt aber ein Pizza Hut, alle möglichen Fastfood-Läden und sonst irgendwas, aber das ist nicht so ganz unser Stil. Deswegen sind wir jetzt hier in die einzige Pizzeria gegangen. Und solltet ihr in Zukunft eine USA-Reise mal vornehmen wollen, Essen ist halt einfach super teuer. So 2 Pizzen, 2 Bier, 50 Euro. Ja. Gönnt man sich nicht alle Tage, aber die wird bestimmt super lecker. Und Pizzasonntag ist einfach. Pizzasonntag. Es war ein sehr lautes Auto. Mit dieser leckeren Pizza beenden wir jetzt mal das Video. Ja, und wir haben ja hier schon einige Highlights erlebt. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Highlight, worauf wir uns schon sehr, sehr freuen. Und ja, bis dahin ruhen wir uns mal
in diesem Bettchen aus, denn morgen geht es auch weiter mit dem Microcampen und darauf freuen wir uns auch sehr. Genau, und wenn ihr da mit dabei sein möchtet, dann klickt doch jetzt den Abonnieren-Button. Wir freuen uns über jeden, der mit uns mitreist und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon mal in den USA wart und was euch da am besten gefallen hat. Mhm. Das interessiert uns sehr. Und ja, wir sagen goodbye, gutes Nächte und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr könnt es euch vielleicht denken, wegen den Joshua-Trees, das sind... Ja, jetzt habe ich natürlich hier gerade keinen. Hallo? Eins, zwei, drei. Was für... und... Entschuldigung, gerade... Möchten natürlich erfahren. Ich muss kurz gucken, ob mein Auto geklaut ist. Ich bin im Gesicht. Creme. Du hast mich jetzt aber schon länger nicht mehr angeguckt.